Wenn du bei einem Date nicht wie das nette Mädchen von nebenan wirken möchtest, sichere Nummer. Jetzt kommen die Bad Girl Vibes. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Paccioli und heute geht es um gute Mädchen und um böse Mädchen und zwar habe ich mir überlegt, ich mache das Video so. Ich zeige dir drei Düfte von Bad Girls und drei Düfte, die Good Girls tragen, gute Mädchen. Und ich habe jetzt drei hier im Mix dann dabei. Also ich werde immer switchen, einmal ein Good Girl, einmal ein Bad Girl. Und ja, ich denke mal, da kommt was zustande heute. Viel Spaß bei dem Video. Leute, aber eins sicher ist sicher, es ist heute einfach mal mein Bad Hair Day. Und dementsprechend fange ich heute auch an mit einem Bad Girl Duft. Und zwar ist das einer, ich habe den jetzt hier schon in meiner Hand. Ich weiß nicht, seht ihr das schon? Sieht man das? Okay, man sieht den Deckel. Ähm, das ist ein Duft, da hat kein Weg dran vorbeigeführt. Keiner. Der musste in dieses Video. Das ist so sicher der Duft hier in diesem Video, wie das Armen in der Kirche. Und zwar ist das hier Dior oh, Hypnotic Poison. Das Eau oh de Parfum. Leute, das hier ist eine Man-Eater-Frau. Eine Femme. Fatal, eine Frau mit Verbrennungsgefahr zu 100 Millionen, 1000 Prozent. Ich will das einfach nur nochmal unterstreichen, Leute, wie verführerisch anziehend ich diesen Duft finde und wie bad, wie böse ich die Frau finde, die diesen Duft trägt. Und die weiß aber das Ganze. Die weiß, dass die sehr, 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 sehr gut bei Männern ankommt, dass die eine man frau ist, das weiß die. Und äh, die spielt diese Karte halt auch aus. Genauso riecht der Duft. Soll ich den sprühen? Ich habe den schon ab und zu mal in meinen Videos präsentiert. Ich glaube, jedes Mal, wenn es irgendwie um Date oder Verführung ging, Kommt dieser Duft vor. Ganz wichtig, meine Lieben, das hier ist das Eau de Parfum. Es gibt auch das Eau de Toilette, auch super verführerisch. Du kannst dir aussuchen, welchen du möchtest, aber mein Duft war immer das Eau de Parfum. Ich sprühe den jetzt einmal auf. Das ist eine der verführerischsten Vanilledüfte auf dieser Welt. Putrig, ach, dunkel. Das ist ein dunkler Duft. Dunkel und es ist auch Jasmin drin, das ist aber kein typischer Jasminduft. duft aber wenn du das weißt, dann riechst du hier diese dunkle, pudrige Jasmin auf jeden Fall raus. Zusammen mit dieser, mit dieser oh, unglaublichen Vanille. Du merkst es, ich sprühe den einmal und ich bin auf, einer, auf einem anderen Planeten. Der Duft versetzt mich auf einen anderen Planeten. Der ist so unglaublich gut. Er ist noch nicht leer, aber wenn er leer sein sollte, Leute, ich werde ihn sofort nachkaufen. Das ist eigentlich fast Must-Have für jede Frau, die vielleicht so ein bisschen ähm, mal den Man-Eater spielen möchte. Oder vielleicht ist, bist du auch schon Man-Eater, hast den Duft aber noch nicht. Kann alles sein. Ist unten verlinkt wie immer. Deswegen, hey, jetzt mache ich weiter mit einem Good-Girl-Duft. Okay, meine Lieben, das krasse Gegenteil. Das krasse Gegenteil vom Dior ist einfach hier Lucky Candy. Für mich ist das eine Frau. Bevor ich jetzt mit dem Duft selbst anfange, das ist eine Frau. Die ist extrem positiv unterwegs. Die hat eine positive Ausstrahlung. Frauen möchten einfach nur mit ihr befreundet sein, weil das abfärbt. Ihr kennt das vielleicht. Frauen oder Menschen, generell Menschen, die einfach immer gut gelaunt sind, positiv, egal was denn passiert ist, die haben diesen Vibe, diese positive Energie. Und für mich hat dieser Duft genau das. Und das ist so eine Frau, die hat eine Glückssträhne, die endet nicht. Eine Never-Ending-Glückssträhne. <laughs> Genauso nenne ich den Duft. Deswegen passt der Name halt auch voll gut. Lucky Candy. Das andere, also Lucky passt, Candy finde ich, passt nur so halb. Warum? Für mich ist das kein typischer Candy-Duft. Also du kriegst jetzt hier nicht einen extrem süßen, 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 klebrigen Zuckerduft, sondern, also Gott sei Dank, mag ich gar nicht. Äh, du kriegst hier für mich ist das so ein super schöner Rosenduft. Sauber, ich finde, er riecht sauber. Er hat am Anfang auf jeden Fall wie so eine Art ähm, ganz dünne Karamellschicht, aber nicht klebrig. Das ist wirklich... Du musst dich konzentrieren, dass du dir jetzt sagen kannst, okay, es ist Karamell. Es ist Karamell mit Haselnuss, so ein bisschen. Aber in erster Linie ist das für mich trotzdem ein super schöner Rosenduft. Rose ist das. Auf jeden Fall in Pink. Das ist keine dunkelrote Rose, die sticht, sondern wirklich so eine sehr positive, superschöne Rose. Und Leute, ihr merkt, ich finde den Duft so schön. Ich habe den jetzt in letzter Zeit auch wirklich oft getragen und muss echt sagen, hey, diese Good Energy, diese, diese Vibes, die kommen super gut rüber. Und ich habe äh, bei diesem beim Konzept hier von dem Video sofort diesen Duft aufgeschrieben. Ich dachte so, okay... Positiv, Good Girl, Mäßig, das ist er, Lucky Candy von Montal. Okay, wir switchen jetzt wieder rüber zu den Bad Girls und da habe ich einen Duft rausgesucht. Hey, da dachte ich mir so sichere Nummer bei einem Date. Wenn du bei einem Date nicht wie das nette Mädchen von nebenan wirken möchtest, möchte man ja vielleicht manchmal gar nicht. Es kommt immer drauf an, ne? es kommt drauf an. Aber ich weiß, dass ganz, ganz viele Frauen sagen, hey, ich brauche was wirklich verführerisch, einfach so eine sichere, sichere Nummer. Das ist er. BDK Rouge Smoking. Und ich finde, Rot ist ja auch so eine Warnfarbe. Passt bei dem Duft super gut, weil der Frau, die diesen Duft trägt, der gehört einfach die Welt. Es ist einfach so. Die weiß das. Das ist so eine Art Zwinkerduft für Frauen. Sage ich ja gerne mal bei diesen Männervideos, dass es so ein Zwinkerduft ist, aber das ist ein Frauenzwinkerduft. Ich finde auch, den kannst du sehr, sehr gut auch im Alltag tragen, aber du musst halt aufpassen. Warum? Ich habe jetzt hier so ein Szenario im Kopf. Du gehst einkaufen, und hast einen Einkaufswagen, den hast du mal vielleicht für fünf Sekunden aus dem Auge verloren, dein Einkaufswagen. Und dann liegen da eventuell ein paar Handynummern von ein paar äh, Leuten drin. Frauen, Männern, wahrscheinlich von allen, weil das Ding verführt. Genauso, jetzt mal ohne Witz, Leute. Diese äh, Kirsche, wenn du Kirsche nicht magst, teste den. Du wirst Kirsche lieben. Du wirst nur noch diese Kirsche wollen. Ähm, oh, das ist eine pfeffrige, cremige Super, super putrige Kirsche mit äh, Vanillecreme. Und ich würde sagen, der hat wie so eine Art Rauch, äh, Schleier. Rauchschleier. Rauchschleier, ähm, ja, ich drehe durch. Ich kann ihn nicht anders beschreiben. Also für mich ist das wirklich so ein Ding der Un Unmöglichkeit, diesen Duft nicht verführerisch zu finden. Haltbarkeit und Searsh bei dem Duft übrigens auch top. Also bei dem ist einfach alles top, top, top. Und äh, ja, ein böses Mädchen, wie es. Im Buche steht mit ganz vielen Handynummern in ihrem Einkaufswagen im Aldi. Jetzt habe ich einen Duft für alle Frauen, also einen Good Girl-Duft, für alle Frauen, die nach einer Prinzessin riechen möchten. Nach so einer sehr eleganten, aber trotzdem auch pompösen Prinzessin, äh, in gekleideten in ganz vielen schönen Diamanten. Und du siehst die Frau an und du staunst einfach. Du schaust sie an und du bist einfach von ihr geblendet. Und genau so riecht der Duft äh, für mich. Das ist er, Fleur de Sable. Jetzt sagst du dir, hey. Ist eine Sandrose, sagt ja der Name schon. Das ist so. Für mich ist das aber so ein Rosenduft. Wie soll ich das sagen? Diese Rose passt nicht zu einer Prinzessin. Das ist eine Good, good Vibe Rose, aber für mich ist das hier, der hat halt diese pompöse Seite, dieses, dieses Royale, würde ich fast schon sagen, die einfach eine Prinzessin braucht. Und genau deswegen habe ich diese Sandrose rausgesucht. Hey Leute, ähm, du kriegst hier. Oh, Du kriegst hier eine sehr, sehr saubere, schöne, elegante Rose. Ich würde sogar tatsächlich sagen, das ist so eine Rose in Beige, in so einem ganz schönen hellen Beige. Ach, was kriegst du noch? Gewürz, Gewürz und Harz. Und jetzt denkst du dir, Harz, nee, ist nicht meins. Doch, doch, meine Liebe. Dieses Harz hier drin, das ist so schön reingearbeitet, du wirst auf einmal nur noch harzige Rosendüfte haben wollen. Ich sag's, ich verspreche es dir einfach. Und ich finde, das Geile ist halt bei dem Duft auch, es gibt so wenig Frauen, die diesen Duft kennen oder tragen. Das heißt, du bist, wirst halt wirklich ein bisschen royal sein, weil, ja, wer hat denn bitte so einen Duft dann? Du wirst einer der Einzigen sein, einer der wenigen. Genauso wie eine Prinzessin. Die hat ja auch sehr exklusives Zeug. Und ja, das passt halt zu dem Duft. Deswegen, das hier ist das Good Girl. Parfümchen, was ich dir empfehlen kann. Meine Liebe, du weißt, was jetzt kommt. Jetzt kommen die Bad Girl Vibes. Und zwar habe ich jetzt hier, bevor ich dir den Duft zeige, ein Bild im Kopf. Wir befinden uns auf einem Maskenball. Ähm, ein sehr pompöser Maskenball mit Kronleuchtern. Alle sind sehr pompös angezogen. Also die Frauen wirklich in sehr, sehr schönen Kleidern. Und die Frau, die diesen Duft trägt, trägt ein schwarzes Kleid mit, mit ganz vielen Steinen. Das sind aber auch dunkle schwarze Steine, die sie hat. Ähm, und eine schwarze Maske super pompös verziert vielleicht sogar mit einer Feder oder so roter Lippenstift und sie trägt diesen Duft hier Leute Tom Ford Velvet Orchid ich habe überlegt ob ich Black Orchid nehmen soll äh, passt aber auch passt auch aber ich finde der hier hat noch mal ein bisschen mehr was von dieser weiblichen sexy Seite und zwar kriegst du halt hier wie der Name schon sagt eine sehr sehr dunkle schöne Orchidee plus, und jetzt musste ich gerade kurz überlegen, warte mal, du hast hier auch noch eine schwarze, schwarze Honignote drin. Und Jasmin ist, glaube ich, auch noch drin. Aber wenn, oh ja, Jasmin ist auch drin, aber diese Jasminnote, die ist halt, die ist auch sehr, sehr dunkel. Das ist keine, keine Jasmin, die du sonst vielleicht so schon mal irgendwo getroffen hast, gerochen hast. Das ist wirklich Mystik im Flacon, Also ein Duft einer Bad Lady. Das ist kein Bad Girl, das ist eine Bad Lady. Und ja, jetzt haben wir noch einen. Übrigens, und zwar ein Good Girl Duft. Der Duft, der jetzt kommt, der riecht für mich super, super gepflegt. Ich finde, für ein Good Girl, da passt auch ein sehr gepflegter Old Money Aesthetic Style Duft, wenn du verstehst, was ich meine. Das sind immer diese super äh, schick gekleideten Frauen, die aber sehr schlicht angezogen sind. Eben diese Old Money Aesthetics. Du hast bestimmt schon mal was von diesem Style gehört, der jetzt gerade ja auch sehr im Trend ist. Und ähm, ich habe da jetzt einen rausgesucht, rausgepickt, den ich selber gerade super, super liebe. Er ist aber untypisch, finde ich, fast schon ein bisschen für Narciso Rodriguez. Das ist jetzt äh, neuer und zwar ist das All of Me. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe den getestet das erste Mal. War das am Flughafen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe den getestet und ich dachte nur so, untypisch Narciso, aber ich bin verliebt. Du kriegst hier einen Sauberduft, du kriegst hier Magnolie, du kriegst. Oh, du kriegst hier so eine super schöne, fast schon cremige Rose mit sowas bisschen balsamischen. Aber für mich riecht der wirklich wie so ein weißes, ähm, ich wollte gerade Hemd sagen, nee, das ist so ein Hemdkleid. So ein weißes Hemdkleid, super schön gebügelt. Also einfach perfekt. Diese Frau sieht perfekt aus und ja, genau so riecht der Duft für mich kannst du immer tragen, ist so ein Alltagsduft, den du überall tragen kannst und ich kann mir vorstellen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du tausend Komplimente zu diesem Duft bekommst, weil das ist so ein Ding, das willst du immer in deiner Nase haben. Das ist wieder so ein Badewandduft. Ich habe ja die Kategorie Badewannendüfte, wo du dich dann auch reinlegen möchtest. Das ist nicht bei allen Düften der Fall, bei dem hier schon also, in den würde ich mich jetzt nicht gerne reinlegen. Das wäre ein bisschen too much. Aber bei dem sofort. Auch der ist unten verlinkt, wie alle dürfte. Hey, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Videoideen, welche Video-Themen du als nächstes auf meinem Kanal sehen möchtest. Dann mache ich das natürlich für dich. Ähm, hier der Kunde ist König. Also, meine Follower sind alle Königinnen. Gut oder böse. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich trinke jetzt hier meinen Tee. Ich habe jetzt heute schon zu viel Kaffee getrunken. Ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe. Aber ich werde jetzt heute ähm, Tee trinken. Und bis zum nächsten Mal. Lass mir ein Abo da, lass mir einen Daumen nach oben da. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Und ja, bevor ich mich verquatsch. Tschüss.